Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt er Dad in den Notizbüchern Peru? Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder? Oder? Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Ein Durchgang. Vielversprechend. Wie ging das Rätsel gleich nochmal? Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Wie weit wird es wohl nach Cuvaquiaco sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen, aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab es hier Menschen. Thank you.
etwas gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn's nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Dieser Großkotz Fawcett bekommt zwar die gesamte Aufmerksamkeit, aber ich weiß, dass seine Zeit so gut wie vorbei ist. Die Welt wird sich an Timothy Walker als jenen Mann erinnern, der endlich die verlorene Stadt von El Dorado gefunden hat. Wir haben in einer Schlucht unser Lager aufgeschlagen. Es war eine mörderische Reise bis hierher. Wir werden hier einige Tage rasten und uns orientieren. Einige der Männer müssen versorgt werden. Und ich könnte auch eine Mütze Schlaf vertragen. Die Männer sagen, in der Nacht wäre etwas im Lager gewesen. Der Dschungel raubt ihnen langsam den Verstand. Ich sage ihnen immer wieder, dass wir fast am Ziel sind und uns zusammenreißen müssen. Einer der Späher hat irgendeinen Tempel entdeckt. Wir beginnen heute Morgen mit dem Bau von Brücken und Leitern und brechen am Nachmittag auf. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert.
alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ist da jemand? Unglaublicher Anblick. Das hier könnte ein Ausgang sein. Das ist der Weg raus aus diesem Grab. Thank you.
hasse diesen Ort, diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint. Irgendetwas hat das Lager angegriffen. Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Gerade was bewegt. Sie müssen diesen Ort während der Bauarbeiten verlassen haben. Müsste halten.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hier unter dem wachsamen Auge eines der Fürsten des Todes liegt das Tor nach Xibalba, das alle Reisenden auf dem Weg von diesem in das nächste Leben durchschreiten müssen. Hier raus. Hast du was gefunden? Noch so ein Maya-Altar und... Und was? Ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja.
Die Waffe, zu der diese Griffe einst gehörten, ist in der Feuchtigkeit des Dschungels verrostet und zerfallen. Da ist etwas eingraviert. Es ist kaum zu entziffern. Percy Fawcett. Aber wir müssen tausende Kilometer von seiner letzten bekannten Position entfernt sein. Ich glaube, da kommen wir raus. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen.
Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen Lara, müssen. Machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Wenn's sein muss. Unsere Heldin Wenn's muss aufpassen, muss. Damit der König nichts merkt. Ja, das ist mir bewusst. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Und
Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Psst, geh weg! Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Fast geschafft. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Die Liebe Licht um Toast. Geschafft! Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken.
Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Die Flügel entfalten sich.